Ja, lauf mal ein Stückchen. Das ist sau geil, Alter. Halt diesen Autos an. Hey, wieso bleibt das so ruhig? Ja, weil das halt so Gewichte hat. Willst du mal hören, was ich höre? Ja, was ist eigentlich dieses 80 Hertz? Was bringt das? Der 80 Low Cut. Alle Frequenzen unter 80 werden gefiltert. Also, vor deinem Lecker aus. Das ist halt am besten. Lecker und ist krass. Ja, das ist echt so. Stöhnt mal einer. Das hat sich so krass an über den Kopf erhört. Boden legen oder so, pass auf das Mikro auf, leg das Mikro irgendwie, das ist geil. Ja, geil. Mach halt so, guck. So. Ich hab hier meine lange Stange. Hey, hallo, ich bin dein Bruder. Sau strange, wenn alles so laut wird, also voll baller baller. So richtig schäh, so voll übertrieben. Mensch, was mein ich? Warte mal, ich lese dir ein paar Flachwitze vor und dann musst du lachen, okay? Okay? Aber du musst probieren, nicht zu lachen. Was ist grün, sitzt vor der Tür und klopft? Ein Klopfsalat. Nochmal zurück. Nochmal. Super. Oh, Regen! Hua! Ja, wir sind jetzt schon wieder bei unserem zweiten Drehort in Josuas Wohnung. Da drehen wir die Wohnungsszene. Hey, servus, Le. Das sind übrigens unsere Filmplakate. Grüß dich. Ich trinke jetzt erstmal eine leckere Cola auf unsere Dreharbeit. Eine Zerro? Eine Cola Zerro, die ist aber sehr, sehr. Also die ist ungesund. Cola Zerro. Zerro! Das ist das Originalbild, oder was du da rausfindest? Ja, so ungefähr. Noch ein Genie-Farbe. Ich hab den hier, oder? Schon eher der hier, das richtige Bild. Ja. Beim Josa haben soweit alles aufgebaut. Der Josa stellt nur noch gerade eben alles ein. Anna liegt schon bereit. Liegt schon bereit. Und wie lange liegst du hier schon? Seit gefühlten 20 Jahren. Und was machen die Jungs? Stinken. Guten Morgen, Erika. Aufstehen. Es wird richtig verhalten, so dass es ordentlich ist, ne? Aus der Tür rausgehen, die Tür hinterlegt zu machen. Aber wenn der Josua spricht, dann hört man ja gar nicht die Geräusche. Ja, der Josua darf nicht sprechen in der Aufnahme. Aufnahme läuft. Ton läuft. Ja, wir sind jetzt immer noch beim Josua in der Bude. Wir sind hier beim zweiten Drehort heute und haben jetzt schon die Bettszenen bzw. die Aufstehszenen gedreht. Jetzt wird die Anna gerade noch vorbereitet mit Tattoo und sowas, und Haaren und so, damit wir die Schreibtischszene drehen können. Da werden wir jetzt mal warten, bis die beiden da fertig sind. Der Zuppel hier heute an der Tonangel. Jawohl. Endlich kann er auch mal was schaffen. Er freut sich immer, damit er endlich mal was Langes in der Hand hat. Er hat so süße blaue Augen, wenn er die anguckt. Da tut dir immer alles voll leid. Jetzt läuft es aber zur Höchstform auf, Philipp. Hey man, peace. Das sind die Tattoos. Ah ne, hier sind die Tattoos. Das ist die beste Qualität hier. How to use it. Ching Chang Chong. Schere immer noch. Ich sehe so hübsch aus, so lebendig. Oh, bitte.
Dritter Drehort, Büro, den sie Anna klar gemacht hat. Danke, Anna. Bitte. Das ist so ein Goofy. Schau dir mal da hinten an, du musst dir mal da hinten reinfilmen, Digga. Guck mal, warte, wie viel Geld du hast. Ja. Das ist ein richtiger Waldbrandaustreter. Ja, und? Was hast du für Schuhgröße? Wenn der Wald brennt. Alter, steig nochmal in den Schuh rein, bitte, damit wir das nochmal. Wenn der Wald brennt, machst du einmal so. Und das Feuer ist gelöscht. Sorry, aber der Kinder. Da falle ich hier raus, Alter. Der King mit dem Ding. Typische. Porno-Darsteller. Das stimmt nicht, warum? Ich habe so viele Pommes. Nee, aber wenn du das guckst. Ich glaube, das sieht hier gerade echt aus, als würden wir den Porno drehen wollen. Ja, machen wir auch. Du weißt bloß, was das schon einer. Frau Mustermann. Ja, bitte, Herr Müller. So kann das nicht weitergehen. Wieso? Boah, Sie sind befördert. Morgen, zweiter Drehtag. Heute ist der Meister Zuppe am Ton. Mit anständigen Headphones heute. Jetzt drehen wir gleich die Bad-Szene. Anna ist schon fertig im Bad, in der Dusche sogar. Hallo Anna. Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir Morgen. Hatten gerade ganz, ganz viel Kaffee, ganz, ganz viel Kaffee, ganz, ganz viel Kaffee. Wo soll ich ungefähr das Ding hinhalten? Das muss ich ungefähr so einstellen. Aufmachen und dann mit dem Finger weit verteilen. So um die Grille. Also. Spürst du? Das ist noch nicht fest! Das ist noch nicht fest! Das ist ganz und gar nicht fest! Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt ist sehr schön. Mach's mal kurz. Zwei läuft, jetzt nochmal sagen. Verbinden zwei. Und bitte. So, Achtung. Oh, jetzt hat er so ein Backenbart wie so ein Körnel. Dieses leidende Gesicht. Oh, du armes Mäuschen. Was? Mäuschen? Ich kann ja so... Entschuldigung. Sag mal, ja. Na, okay, geht schon. So, wir sind jetzt hier in der Unterführung und haben jetzt eigentlich soweit alles aufgebaut, Plakate hängen. Was ist los? Alter, du siehst aus wie ein Normaler. Test
Spray-Szene erfolgreich gedreht. Wir waren sogar so erfolgreich, dass die Pappen komplett zerlegt sind. Die Jungs haben da gute Arbeit geleistet. So außer Atem, ey. Steady. Bam, Junge! Pack, Mann, pack die Leute, Alter, die alles rum! Hab ich was nicht mitbekommen? Liebe Leute, so funktioniert ein professioneller Mikrofoncheck. Was ist das denn mit dem Tier? Eine Robbe. Okay, das reicht.